Die Zeit vergeht so schnell, wir sind schon fast wieder am Ende des Jahres und was natürlich bevorsteht, sind die Weihnachtsferien. Die Weihnachtsferien waren für mich in meiner Schulzeit immer dazu da, ein bisschen zu entspannen, weil das auch meistens die Zeit war nach der Klausurenphase im Herbst und nach den vielen Aufgaben, weil die Lehrer ja meistens kurz vor den Ferien nochmal richtig viel aufgeben und Präsentationen machen und so weiter, weil sie auch die Noten brauchen dann vor den Ferien und es war immer eine sehr stressige Zeit. Ich glaube, da können jetzt einige von euch sehr relaten. Gleichzeitig ist es aber auch voll die gute Chance, um nochmal den Stoff, den man nicht verstanden hat, aufzuholen, sich vorzubereiten. Und wir kennen es hier alle, die guten Neujahrsvorsätze fürs nächste Jahr, die schon mal vorzubereiten. Daher gibt es heute ein Video mit Dingen, die du in den Weihnachtsferien machen kannst. Das soll eine gute Mischung sein zwischen entspannen und sich regenerieren, aber auch ein bisschen was vorbereiten, ein bisschen was nachbereiten vielleicht, um dann in das nächste Jahr gut reinzustarten. Viel Spaß bei dem Video hier und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos dieser Art. Als allererstes bin ich nochmal den gesamten Stoff, den ich jetzt dieses Jahr davor hatte, durchgegangen und geguckt, wo ich nochmal vielleicht Zusammenfassungen erstellen muss, ob ich Dinge nicht verstanden habe und wie ich vielleicht meine Lernmaterialien ein bisschen besser organisieren kann. Gerade wenn ich wusste, dass ich dann im nächsten Jahr eine wichtige Klausur habe oder so oder Tests oder Klassenarbeiten anstehen, da gibt es ziemlich viel Sinn, sich nochmal alles anzugucken und vielleicht die wichtigsten Konzepte eines Fachs nochmal grundlegend zu verstehen, vielleicht nochmal Zusammenfassungen zu schreiben oder Karteikarten zu schreiben, Mindmaps und Diagramme, um komplexe Themen besser zu verstehen, also nochmal so eine richtig gute Bestandsaufnahme zu machen. Dann wäre auch eine weitere Idee, Lerngruppen zu organisieren, weil gerade jetzt in den Weihnachtsferien sind ja die meisten Leute auch zu Hause und da kann man gut mal Leute fragen, ob sie vielleicht Lust haben, gemeinsam zu lernen, vielleicht für das nächste Jahr eine Gruppe zu organisieren. Ich glaube, das ist auch eine ziemlich gute Idee, wenn ihr zum Beispiel nächstes Jahr Abi schreibt, weil dann ist ja das Abitur in so 4 Monaten dann für euch. Und dann können die jetzt die Weihnachtszeit nutzen, eure Gruppe zu organisieren, euren Lernplan zu organisieren und so weiter. Natürlich habe ich dann auch immer mein nächstes Halbjahr oder mein nächstes Jahr voraus organisiert. Dazu habe ich auch schon einige Videos. Was ich sehr gerne immer gemacht habe, ist mir so einen Plan auszudrucken mit Dingen und Terminen, die nächstes Jahr anstehen. Meistens hat die Schule bei mir zumindest eine Liste veröffentlicht mit internen Schuldingen, die passieren, wie zum Beispiel Sportfest, Weihnachtsfeier, Putztag hatten wir und noch andere Dinge, die da immer passiert sind. Und ich habe mir dann diese Liste einfach ausgedruckt und habe die Termine markiert und dann auch eigene Termine dazu geschrieben, wie zum Beispiel, keine Ahnung, habe ich wichtige Geburtstage, zu denen ich gehe, habe ich andere Feiern, Termine, die schon feststehen. Und ich liebe es total, Dinge organisiert zu haben. Also ich bin ein großer Fan davon, mir meinen Monat immer auszudrucken und hier hinzuhängen und einzuschreiben, wann ich was mache und zu timeblocken, alles genau zu planen. Das mag ich super gerne, weil mein Kopf so arbeitet. Also ich beruhigter bin, wenn ich weiß, ich habe alles gut strukturiert und ich auch in das nächste Jahr dann besser blicken kann und mich besser freuen kann und besser fühle einfach, wenn ich genau weiß, ich weiß, wann ich was lernen muss, ich weiß, wann was ansteht. Das hilft mir einfach sehr. Deswegen mag ich die Vorausplanung fürs nächste Halbjahr total gerne. Vielleicht ist es aber auch für euch anders und ihr braucht es gar nicht so in dem Detail. Des Weiteren kann man sich auch schon Lernziele fürs nächste Jahr setzen. Das müssen nicht immer Notenziele sein. Das können auch solche Action Goals sein, nenne ich es einfach jetzt mal. Also zu sagen, dein Ziel ist es jetzt nicht, auf diese eine Note 2 oder 1 hinzuarbeiten, sondern dein Ziel ist es, dich oft zu melden im Unterricht oder dein Ziel ist es, regelmäßig zu lernen, gute Lernstrategien zu entwickeln. Sowas sind auch ganz schöne Ziele. Oh, meine Haare sehen voll platt aus. Fällt mir auf. Hä? Natürlich kann man auch den alten Stoff wiederholen und nochmal vertiefen. Würde ich jetzt zum Beispiel machen, wenn, wie gesagt, dann noch irgendwelche Klausuren anstehen. Habe ich aber auch nicht wirklich oft gemacht, eigentlich nur, wenn Klausuren danach anstanden. Was ich aber gemacht habe, woran ich mich noch sehr gut erinnern kann, ist, dass ich die Weihnachtsferien immer genutzt habe für so große Arbeiten und Projekte. Beispielsweise hatte ich im Januar meine Abgabe der Seminararbeit in der Oberstufe und da habe ich dann auch in den Weihnachtsferien viel gemacht. Oder? Ich erinnere mich gar nicht mehr so wirklich gut dran, obwohl es gar nicht lange her ist, aber ich glaube, in den Herbstferien habe ich sehr viel gemacht und in den Weihnachtsferien bestimmt auch. Denn diese Zeiten kann man wirklich gut nutzen, weil ich meine, mal so einen Tag aus den Ferien zu nutzen oder 2 Tage, um was zu recherchieren oder um mal aktiv zu schreiben und sich mal einen Tag lang quasi einzusperren im Zimmer und zu schreiben, das kann man wirklich gut machen. Und es hat mir auch mehr Spaß gemacht, als mich jetzt ein ganzes Wochenende mal während der Schulzeit hinzusetzen, weil man eben in den Ferien dazu einfach Zeit hat und vor allem mehr Kapazität hat. Und danach die Tage wieder entspannen kann. Vielleicht habt ihr aber auch andere Projekte, irgendwelche Experimente in Bio oder Kunstprojekte im Fach Kunst oder... ja. Ja, ich hatte generell öfter mal Projekte, also
Gruppenarbeiten vielleicht auch. Sowas lassen sich die Ferien immer sehr gut nutzen. Falls du aber nicht so Bock hast, die Zeit gezielt für die Schule zu nutzen, um Aufgaben zu wiederholen, was ich auch sehr gut verstehen kann, dich aber trotzdem weiterbilden möchtest, gibt es ja auch die Möglichkeit, sich einfach in anderen Bereichen mehr anzueignen. Beispielsweise, was ich jetzt gemerkt habe, was mir super viel in der Uni geholfen hat, ist, dass ich 10 Finger tippen kann. Denn oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass man wirklich so schnell mitschreiben muss, beziehungsweise, dass es so hilfreich sein kann, schnell zu tippen. Wirklich, meine Gedanken sind so schnell und meine Finger kommen fast gar nicht hinterher. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt zumindest schon 10 Finger tippen kann und echt relativ schnell schreiben kann. Das ist wirklich eine Fähigkeit, die sich auszahlt. Oder auch sowas wie Speedreading, also ganz schnell lesen. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, wie man das machen kann. Das sind Fähigkeiten, die dich in der Schule auch weiterbringen werden. Aber generell auch im Leben. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzeigen. Wow, was ich echt gerne mag, ist alte Blätter von mir durchgucken und aussortieren. Ich habe halt wirklich auf meinem Schrank hier oben, der rechts neben mir steht, eine große Box bzw. einen großen Ordner mit Materialien aus den letzten Schuljahren. Und ich habe das mal diesen Sommer oder letzten Sommer, ich habe euch da sogar mitgenommen, wisst ihr noch, in welchem Jahr das war, als ich diesen Vlog gemacht habe? Wahrscheinlich dieses Jahr nach meinem Abitur habe ich das Ganze ausgemistet und geguckt, was ich behalten möchte und was nicht. Und da ist so viel übrig geblieben, von dem ich halt wirklich immer dachte, ja, das gucke ich mir noch an, das ist wichtig. Ich habe es mir nie wieder angeguckt. Also das war sehr gut, dass ich dieses Jahr ein bisschen Dinge ausgemistet habe. Die wichtigen Sachen habe ich behalten, klar. Auch irgendwelche Tests oder so fand ich ganz cool, die nochmal aufzubewahren. Aber ganz viel von dem, was wir sammeln, ist unnötig und können wir entweder wegschmeißen, weggeben. Vielleicht hat irgendjemand anderes Interesse daran. Ich habe ja jüngere Geschwister, die auf eure Lehrmaterialien noch zurückgreifen können oder so. Es fühlt sich ja wirklich gut an, was zurückzulassen. Und das Letzte ist die Entwicklung von Zeitmanagementfähigkeiten und Lernmethoden. Ich sage das immer wieder, das ist immer wieder Bestandteil meiner Videos. Aus dem Grund, dass ich wirklich finde, man muss nicht viel lernen, wenn man richtig lernt. Beziehungsweise, um das mal zu konkretisieren, wenn du die richtigen Lernmethoden hast, kannst du wirklich enorm viel Zeit sparen. Das habe ich gemerkt, als ich selbst Lernmethoden für mich gefunden habe, die super funktionieren. Das hat mich überrascht, wie viel Zeit man doch dadurch sparen kann. Daher ist jetzt auch meine Empfehlung für die Weihnachtsferien für euch, euch eventuell darüber zu informieren. Ich habe hier zum Beispiel auf meinem Kanal ganz, ganz viele Videos zu diesem Thema. Da könnt ihr schön mal so einen Film-Video-Marathon machen oder auch auf TikTok und Instagram vorbeigucken, wo ich ganz viel teile. Ja, also habt ganz schöne Winterferien. Nein, Spaß, Weihnachtsferien. Also habt ganz schöne Weihnachtsferien, eine schöne Zeit. Genießt es, entspannt euch. Bereitet euch vielleicht ein bisschen vor mit den Dingen, die ich hier erwähnt habe. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Weihnachtsferien nutzt. Also bis dann. Tschüss.